Joker ausgepackt. Vor allen Dingen, weil ich, oh, bin ich jetzt hier in der Wand? Steig wieder ein, oder? Ja, du bist im Auto drin. Steig ein, dann Dark name ich es jetzt einfach. Also ich gehöre in den Channel. Wieso packst du eigentlich einen Hummingbird aus? Der ist schon hoch in HAQ-Channel gegangen. Lied schon. Ja, machen wir vorne die Brücke dicht, dass die nicht da bekommen hat oder sonst irgendwas. Und fangen wir mal an zu spotten. Ne, warte mal. Ich gehe als Co-Pilot rein. Haben wir auch noch EMP? Genau. Warte mal, es ist eine Person am Safe direkt. Oh klar, nehmen wir nochmal eine. Nochmal einen zweiten Helikopter. Glaube ich, eine Person ist aus. Heb ab. Muggler holt den zweiten. Wenn wir mal einen Vorschlag machen, sollen wir das nicht doch vielleicht machen, dass alle in ihre verschiedenen Channels gehen und dann einer immer durchübt? Nein, einfach nur alle ruhig sein. Das ist viel wichtiger. Kurze Frage, also hat jemand noch eine Möglichkeit, einen zweiten Hunter rauszuholen oder sowas? Da wurde abgeschossen. Nee, wir haben keine Möglichkeit gerade. Ich habe einen in der Garage, aber ich kann ihn nicht ausparken, weil ich kann irgendwie keine Sekage nach. Geht irgendwie bei mir nicht. Warte mal kurz. Zwei Personen im kleinen Garten. Okay, da auf der Karte. Fabi, kannst du einen Hunter rausholen? Nope, auch kein Sekage. Zwar ist nämlich gerade bei uns der Banküberfall und wir sehen dann gleich mal weiter, wie es jetzt abgeht. Und wir über die Brücke mit dem Hunter und ihr versucht, Landemanöver zu machen. Ja. Wer ist denn die Einheit? Wir kommen von morgen, machen eine Schleife und landen dann da. Weil an der Brücke bin ich hinter dem Wurm. Gut, darf ich fliegen? Verdächtige auf der Karte markiert im kleinen Garten drin. Warte, ich steck jetzt EMP ein hier. Negativ, da zwei Verdächtige im kleinen Garten. Ja, ich hab gesagt, zwei Verdächtige markiert. Hier, Fabi, wir fliegen so ran. So, wir sind jetzt der Zugriffsplan. Ich bin jetzt hier noch mit einem Bekannten und einem PK in einem Heli unterwegs. Frag mal den Rang bitte alle, die was in meinem Hunter drin sind. PK. Achtung, PK. Bravo kommt von hinten an die an Eingang. Okay. Soll Echo schon mal landen? Zwei, ich auch noch. Zwei PKs. Und wer ist der Dritte, der im Hunter auch? Bachmann oder was? Nee, PK. Okay, drei PKs und ein SEK. Dings, hier, Fabi. Hm? Guck mal auf die Karte. Ja. So machen wir das. Du bist Delta, okay. Doch, schon. Wir sind Delta eben. Wir kommen so von Norden rangeflogen, landen dann LZ Delta, da ist es am tiefsten, dann haben wir die Erhöhung als Schutz und du fliegst eben von Norden ran, machst eine Schleife, ne? Da hinten. Okay, es wird geschossen. Ja. Wir machen nochmal einen auf dem Festland sind auch Leute. Links vom Hunter jetzt direkt bei diesem Häuserkomplex war eine Person. Bei dem großen oder hier bei dem kleinen? Nee, direkt da wo ihr seid. Direkt da wo ihr seid war eine Person bewaffnet. Da ist er, hier, da vorne vor uns, rechts vom Haus. Ja, hier ist er. Oh, warte. Ich bin hinter dir. Ja, genau, ja, du. Du bleibst an meinen Fersen und guckst dich um und wenn du das siehst, sagst du laut irgendwo. Und wenn du bewaffnete Personen siehst, Taser-Freigabe natürlich. Der schießt, der legt mich wissen auf mich. Der leckt hier, die Typen lenken hier irgendwie durch die Wand. Sollen wir mal hinter der Insel landen? Das war so doch. Wir landen hier schon. Ich lande mal rechts von der Insel. Also. Jo. Linke Seite. Der andere sagt, was soll das? Warum knallen wir ihn ab? Ja, gell? Ja. Ist er tot oder was? Alter, der das sagt? Links von der anderen Kollegen einfach. Alter, der andere steht mit der Waffe da. Die geht nur noch links. So, Leute, wollt ihr mit dem Hardboard rauffahren oder wie sieht's aus? Ja, wir sind aber schon voll. Ich weiß noch nicht, ganz. Ich kann euch Rücken. Ich kann euch Rückendeckung geben, langsam. Noch einer rein hier. Ja, genau, wir gehen hier irgendwo runter. Ja, ich will kurz rein. Also okay. Mit dem Metallwaffe, sag ich hier. Fabi, wir gehen über die Zentralbank da hinten hin. Komm, ich kenne die rein erstmal rechts ab. Sind schon welche drauf auf der Insel von rechts? Ja, es sind schon vier. Dann laden wir gespannt mit dem. Ich kann euch langsam Rückendeckung geben, wenn ihr mitgeht. So, rein. Wir sind gleich sieben Leute auf der Insel. Okay, wir sind hinten, ihr kommt von vorne dann. Ich mach mal los. Der Kollege ist mal links vorbei zum am Ort vorbei. Lithium, gibst du mir noch ein Magazin bitte? Ja, ich komm her.
Pass auf den Garten links auf. Tactics? Jo. Hast du die scharfe Waffe draußen? Jo. Sehr gut. Wow. Ja, wenn wir die ist gut, fahr weiter, Taser ich. So. Danke. So, raus. Nein. Okay, wir rücken in den Garten vor. Oh! Ich sitze raus. Bin ausgeschossen. Geil. Du weißt, was mir gerade der Nico geschrieben hat, Neo. Tot. Hä? Ja, den ich erschossen hab, der ist ja mit seiner Waffe rumgelaufen. Ich bin hinter dir. Aber ich sag's dir gleich. Wir kriegen weiter. Mauer da vor uns. Ja, wir sitzen da noch rein, oder? Scheiße, Night Vision und der RCO funktioniert nicht, Mann. Ganz kurz, ich brauche von euch eine Statusmeldung. Direkt einer gegenüber von uns. Ja, einer direkt gegenüber an der... Hier sitzt einer im Heli, der nicht aussteigt. Einer an der Westtür. Manchmal kann man durchschießen, aber manchmal auch nicht. Guck mal, Kontakt. In dem Garten zu. Sind das diese ALA? Da sind gerade zwei rausgekommen. Ab ein. Jo. Alla. Oh, nicht der Luxe. Hat mich schwer verwundet. Hab mich aber auf jeden Fall gehetet. Ich lass euch hier raus. Dort. Nice. Garten müsste clean sein. Okay. Nee, ist einer rechts vom Garten noch. Los, Richtung. Praktikant auf die Füße. Am Garten sind zwei Personen. Am Garten sind auch mindestens. Jetzt müssen wir von der anderen Seite, Black Eagle. Mike. Lass mal die Tür zu. Lass mal zu die Tür. Taxi, lass dir noch drei Leute sind an der anderen Seite Tür. Einer liegt da noch. Vorsicht. Reload. Zwei Putzis sind an der anderen Tür. Ja, mach die Tür auf, wir können ihn holen, mach die Tür auf! So, auf und go rein. Ich hab einen beide am Garten rein, beide Seiten rein. Ja, ich hab ihn gekillt. Ja, los, ja. Tactics, ja, auch noch eure Seite rein. Nein. Oh, am Garten müsste jetzt noch eine Person sein. Sauber. Okay, Sauber, wie sieht's mit dem gefälschten Häuschen aus? Sauber. Soll auch sauber sein, ja. Perfekt. Ich hab eine MK20 aufgesammelt. Wie gesagt, Vorsicht, einige Leute im Garten. Einer müsste hier noch sein. Lag der im Garten? Drei sind im Garten ausgeschaltet, einer müsste hier eigentlich noch sein, wenn wir richtig sind. Da ist einer im Garten. Wo? In der linken Ecke hinten. Ja, ich lieg da auch noch. Der linken Ecke. Scheiße, sorry, war wegen Busch, war nur Bunny. Garten ist sauber. Oh, da kommt ich glaube auch, dass das sauber ist, sonst hätte er schon lange geschossen. Ja, mal, wann, ist die wann ist die irgendwie zufälligerweise die ALA-Typen? Ja. Weil ich hab den einen Nico erschossen, der hat mir jetzt gerade geschrieben, hat doch gesagt, er würde nicht zu denen gehören, aber läuft mit einer Waffe rum und schießt auf den Hunter. Hat er Pech gehabt. Ja, okay, außerdem, gut, er hat mich auf den Hunter. Wow. Ich war das, alles gut, ich hab nur mein Magazin gehört. Er hat mich auf den Hunter geschossen, aber er hat die Waffe und hat sich hinten geduckt und hat sich versteckt hinter dem Haus. Also, das ist angehört. Ja, potenzieller Mittäter. Kann man RCO und Dings endlich noch können wir schlagen, Mann. Jo, der war mit bei der ALA, also ist egal. Die haben den überfallen, dann war er es auch. Die haben ganz schnell aufgeräumt. Ganz eine Menge Koffer da rum. Ja, ging ruckzuck. Ruckzuck ging das. Ja, waren die wohl ein bisschen unfähig. Ja, diese waren einfach unfähig, weil sie stehend über diese Hügelkuppe drüber geguckt haben. Ja. Da habe ich zwei weggesnackt. Sind da zu zweit lang gelaufen. Ja. Nee, gut, aber wir wissen, da wo Tor jetzt ist. Boah, Alter, ich bin aber auch 21 Mann und ich würde sagen, relativ gut organisiert. Ey, ich wollte gerade sagen, da war noch eine Person, aber es war nur ein Hase. Ich wollte nicht mal meinen Stream ausprobieren. Der ist auch Mittäter. Ich hab den nur durchs Gebüsch gesehen, da hat die was gehoppelt. So, also Alpha in Orca und Mohawk, ne? Ich gehe wieder nach. Ich geh wieder in den Hilfe von Lithium. Okay. Was kann Charlie? Charlie kann hier in Orca kommen zu mir. Dann schlepp mal den SUV ab, Model Combat. Aber was soll ich machen? Ich wurde noch nicht eingeteilt. Ich würde jetzt einfach wieder in die Medien einsteigen, mit dem ich hergekommen bin. Neo? Wer kann Delta mitnehmen? Ja. Ah ne, wir sind ja schon. Ja, aber wir brauchen ein Fahrzeug. Was haben wir wieder mit Hunter? Delta kann halt gerne hier im Orca mitnehmen. Naja, Moment. Charlie Haku. Alles klar. Channel switched.
Bin doch schon auf dem Weg. Musst du erstmal hier die Level absafen. So, wer steigt da jetzt nicht ein? Der Tor. Hat man das gehört? Ja, ganz schlecht, hat nee. Nur geleckt. Aber ich hab Sirene an, vielleicht hat ihn hört er das. Nee, ich hab's auch nicht. Al-Hiyar. In Al-Hiyar, wo ist denn Al-Hiyar? Ist überall, man ja, ist ja hier. Geht mal hoch und sagt dem Tor, der soll hier einsteigen. Achso, überall hier, ne? Ja. Ja, Tor ist gerade irgendwie AFK im Ausbilderbüro. Ja, was soll denn das da? Doch scheiße, genau. Ich stehe jetzt hier und warte auf ihn. Geh raus, brüll den Indergame an und dann... Ja, ich hab schon Sirene angemacht, hat ihn nicht interessiert. Versuchen wir mal ein Auto zu klauen. Ja, ich denke mal, der Matatira, da kann sich ja Charlie und Delta drum kümmern. Na, guck mal, Charlie fährt schon. Oh, aber es ist eine coole Aktion hier gerade. Bankraub, der ist aber wirklich überraschend glatt gelaufen. Ja, keine Verluste, wa? Einen Mann haben wir, glaube ich, verloren. Also. Irgendwer hat sich, glaube ich, erschießen lassen. Ja, aber nice. Aber wir waren auch verdammt viele, die auch wirklich verdammt schnell angekommen sind. Also so schnell habe ich das noch nie gesehen. Ja, sie wahrscheinlich gedacht, what the fuck, was kommt denn da? Ja, weil einfach mal, wie viele Helis waren wir? 4? Plus die SEK-Hunter noch am Festland? Oh, er Tor ist wieder am Leben. Stehen aber schon einige im Dorf der Fahndungsliste. Ja, hat sie es gefüllt? Na, zwei Mann, aber der eine hat viermal versucht, einen Fahrzeugdiebstahl. Ja, die versuchen immer noch mal einen LKW. Besser gesagt. Ja, dann soll er einsteigen und abhauen, verdammt. Haben mir wahrscheinlich die Reifen zerschossen. Ja gut, Atira ist nicht unsere Baustelle. Ach da. Ja, ich bin da. Ein verschwunden? Fragezeichen? Muss wieder weggehen, oder? Boah, wie ich das hasse, wenn man versucht gleichzeitig irgendwo einzusteigen. Fliege ich immer raus. Weiß nicht, ob das Bug ist. Oder ob das nö. Ja, wenn der Platz dann belegt ist, dann. Ja, ich bin aber eigentlich als Fahrer eingestiegen. So. Dann bin ich rausgefallen. Komisch. Vielleicht möchte auch irgendjemand nicht, dass du fährst. Kann ja dann nur Lithium sein. Hä? Was? Hä? Was? Hä? Was ist mit mir? Du schmeißt so den Kollegen aus dem Auto raus. Hab ich doch gar nicht. Hab da andere gehört. Ich mach gar nichts. Wenn der Kollege zu unfähig ist, eine Tür aufzukriegen und sich da reinzusetzen, dann ist er selber schuld. Das ist nicht mein Problem. Oh Mann, mein Sound schon wieder abgestürzt.
Ich liebe es. Hast jetzt keinen Sound mehr, oder was? Ja, also doch, nur noch TS. Kugler, kannst du jetzt schon rein als PHK da? Das, oder noch nicht? Warum? Was kann ich machen? Wertung schreiben oder musst du weiß fragen, ich nicht. Dass das geht? Ich war jetzt noch nicht im Forum. Also Max war online, vielleicht hat er schon gelesen und hat mich freigeschaltet, aber habe ihn noch nicht geguckt. Ah, das war jetzt nicht perfekt eingepackt. Nicht Polizisten dürfen keine Geiselnahmen mehr machen die nächsten 2 Wochen. Ja. Warum? Da brauche ich keine Angst haben. Warum denn nicht? Na, weil er Überhand genommen hat. Ich mach doch so gerne Geiselnahmen. Ja. Kannst du mir einen Schlüssel geben? Der wird ja gerade noch ausgebildet. Lithium, kannst du mir einen Schlüssel geben? Ja, das kann ich. Ja, die Fernbedienung vom Fahrzeug hat gerade etwas gesponnen. Deswegen musste ich mir das noch manuell machen und das dauert immer etwas bisschen länger. Sender SSAP. Ja, danke. Ja, gefällt mir. Ich kenne es selbst von meinen Eltern, die haben auch ein Auto, wo dauernd die Funkfernbedienung spinnt. Und deswegen war das jetzt eher, ja, so sinnvoll für mich jetzt, die Erklärung. Ja, ist doch super. Hat eigentlich mitbekommen, ob schon Lotto war? Ich habe bestimmt nicht gewonnen, aber hat es einer mitbekommen? Ich glaube nicht. Nein, die Stunde dürfte noch nicht rum sein in-game, oder? Na doch, eigentlich schon. Al-A Nico wurde beobachtet, wie er ein Fahrzeug aufbrechen wollte. Original Gringo wollte ein Fahrzeug aufbrechen. Boah. Der Gringo wollte aber mehrfache Fahrzeuge aufbrechen. Ja, 5-mal hat er es versucht. 5-mal? Vor uns war es noch 4-mal. Ja, jetzt hat er es 5-mal versucht. Wahrscheinlich hat es immer noch nicht geschafft. Ist das ein Knacken im Himmel oder so? Ich bin mal kurz beim Auto stehen, weil hier innen sehr komisch rumläuft. Ich muss wieder reloaden, gell? Jo. Da bin ich immer von Rucksäcken. Ich weiß nicht, irgendwas mit den Zivilisten da hinten. Irgendein kennt wieder. Ja. Wobei, das könnte mal gewesen sein. Essen und Trinken haben. Hm? Will jemand mein Essen und Trinken haben? Nein, Per. Kann ich dir dann auch wieder eben. Gerne. Da. Irgendwie, ich wittere es, dass der Wagen gleich geknackt wird. Hm. Mach schon die Leute alle schön an, wo sie sich lang bewegen. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Wir wollen Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren. Hey, wenn Geiselnahmen verboten sind, sind aber keine Kaperungen, gewaltsame Kaperungen von Schlüsseln verboten. Von Polizeiwachfahrzeugen. Okay. Das klingt doch ganz gut. Meine zweite Lieblingssache. Bullenwagen anhalten, Bullenwagen die Schlüssel ausgehändigt bekommen, die Waffe abzocken. Und ich glaube, der Will Robinson oder wie auch immer der heißt, möchte den klauen. So. Habe ich zumindest so das Gefühl. Soll er wollen. Wird eh nicht funktionieren. Selbst wenn. Was will er damit schon machen? Ich verstehe sowieso nicht, wo diese riesen Faszination daran ist, Polizeifahrzeuge zu klauen, weil sie sind doch genauso scheiße wie alle anderen. Ja. Das stimmt. Ja, damit kann man aber wiederum andere Leute anhalten. Ja, wieso? Du kannst doch keine Sirene anmachen, du kannst kein Blaulicht anmachen. Ja und? Die Leute halten trotzdem an, wenn du im Polizeiwagen hupst, paar Mal vorne vor dem Rad fährst, dann hält er an, steigt er aus, dann ziehst du ihm eine über, sagst, haha, bin gar nicht die Polizei. Das ist witzig. Ich bin gleich wieder da.
Denken Sie, dass Sie auf der Fahndungsliste stehen? Allesamt, ey. Allesamt bekloppt hier in Kavala. Oh, jo, einer von der NSA connected. NSA Agent K. Oh, was sich hier Leute für Namen ausdenken. Well. Okay. Da wurde gerade jemand von unseren Kollegen erschossen. Oder getötet. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt jemand das Fahrzeug klauen sollte und ich stehe davor und der überfährt mich? Das ist doch dann VDM, oder? Ja, irgendwie. Man muss das halt immer mal ein bisschen. Also sich vor ein Fahrzeug zu stellen, das gerade geklaut wurde, und da wirklich so provokant davor zu stellen, dass man, dass er dann nicht wegfahren kann, weil es dann VDM wäre, das geht. Kannst nicht. Du ihm nicht anhängen. Sollte nee. Er zwar nicht machen, aber kannst du ihm so nicht anhängen. Dafür kriegt er auf jeden Fall. Da kriegst du wahrscheinlich vom Mod einmal gesagt, Kollege, wenn du so dumm bist, dann musst du mit sowas rechnen. Ja, aber ich mal gerade überlegt, kann ich die ganze Zeit hier vom Auto stehen bleiben und wenn ich einen Fahrt sage, ist VDM. Ich habe auch gestern zwei platt gefahren, die meinten, sie müssten sich unbedingt vor mein Fahrzeug stellen. Ja, und damit ich auf keinen Fall losfahren kann, habe ich da einfach Gas gegeben. Ja, solche Typen, die überfahre ich einfach. Wenn sie das mehrfach machen, dann fahre ich los. Ja, ist dann egal. Ich habe auch platt gemacht. Oh, Mutter ist da. Na super. Wo bleibt der Holzwurm? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Mein Kühlschrank ist nämlich leer. Leeren Kühlschrank kann man nicht leer essen. Nee, das geht nicht. Komm mal ran, Praktikant, fahren wir mal zum Akku zurück. Ja, dann melde ich mich auch gleich mit ab, wenn du dich abmeldest. Huch! Achso. Nö, mit dir rede ich jetzt nicht. Zu spät. Ich werde dich hilfe mal. Oh. Ist Nadia jetzt fehlen? Das können wir doch noch machen. Ich fahr mal dahin. Ich bin eh gerade alleine. Kann ich schon machen. Dann machst du das, dann melden wir uns jetzt nämlich ab. Wäre es möglich, dass du mir noch eine Bewertung schreiben kannst? Oder war das jetzt zu wenig? Boah. Also generell wäre es eigentlich zu wenig gewesen, aber mir hat dein RP ziemlich gut gefallen. Ach, guck mal, ich bin. Bist du heute Abend nochmal da? Ich bin heute Abend nochmal da. Hallo. Ja, du bist ja genau richtig. Ich habe gerade versucht zu betteln und zu beten, dass es eine Live-Prüfung für den Live-Geprüften geben will können, aber... Hat natürlich keiner Zeit, ne? Doch! Ja? Ottak hat Zeit für dich. Ach? Aber jetzt. Der ist jetzt gerade... Nein, jetzt nicht, das ist es ja. Ja, das ist hervorragend, wenn jetzt nicht. Weil ich wollte jetzt erstmal kurz einkaufen gehen. Ja, und er wollte essen. Ja, das passt doch perfekt. Dann treffen wir uns dann... Könnt ihr euch doch auf der Straße treffen und kauft... Und dann geht einer einkaufen und einer essen. Oder geht zusammen essen. War auch ein bisschen romantisch. Oh. Wenn mit jemandem essen geht, muss das nicht immer romantisch sein. Ich gehe mit meinem Vater auch essen. Aber das sind Geschäftsessen. Wir können auch essen zusammen gehen, Lithium. Dann wird das auch ein bisschen romantisch. Ach, nö. Ich komme mit einer roten essen. Rose an, Mensch. Romantisches Essen mache ich nur mit X-Wing Red. Das ist gemein. Tut mir leid, aber er bietet mir einfach Dinge, die du nicht bietest. Er will Sex mit mir haben. Ja, der hat ein Haus und der hat auch ein Sadomaso-Zimmer und etc. Ja, das sind so Dinge, weißt du? Und das Problem ist, ich habe noch kein Haus. Ich schlafe unter der Brücke nahe Meer Atira und das ist halt doof, ja. Ja, also, du verstehst es. Tut mir leid, ich muss auch gucken, wo ich hinkomme. Ja, ich weiß. Ich brauche übrigens jetzt hier einen neuen Typen bei Alpha, der ein bisschen mal drauf hat, nicht so wie Lithium. Ja, das kann ich nachvollziehen. Herzchen, Herzchen.